Hallo, schönen guten Morgen. Grüß dich. Hi. Hallo. 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 Wir fotografieren heute Spezialitäten aus dem Schwarzwald. Und in der Hinsicht werden wir heute mal ein bisschen Einblick geben in unser kreatives Arbeiten. Für die Recherche waren die beiden schon einmal hier. Der Hof, eine Quelle der Inspiration. Deshalb findet das Shooting hier und nicht im Studio statt. Da ist Platz in der kleinsten Hütte, sozusagen. Da haben wir schon beengter gearbeitet als hier. Was haben wir denn jetzt in der großen Box drin? Da habe ich schon einige Lebensmittel vorbereitet, damit es nachher beim Fotografieren eben schneller geht. Ja. Und ich euch nicht tagelang zur Last fallen muss. Ah, da bin ich jetzt echt spannend, wenn ja. Man das mal sieht, wie das ein Koch macht. Genau, gerade hier oben halten und dann waagerecht reintransportieren, ja. Bitte. Eine wahre Überraschungskiste. Michael Groß hat seine Zutaten mitgebracht. Nur der Mozzarella und die Wurst kommen vom Hof. Ja. Brot, Chips. Dann habe ich hier noch Quittenpüree, Bratapfelsoße, Steckrüben. Für den Burger schon ausgestochen und blanchiert. Dass ich sie nur noch blanchiert. Genau, die brauche ich dann nur noch aufzubauen, wenn wir nachher soweit sind bei dem Gericht. Und habe hier noch den schwarzen Rettich mit dabei und habe auch noch Scheiben vom schwarzen Rettich dabei. Sowas. Dann haben wir hier eine Farbkontrolle. Denn nur mit natürlichen Farben kommt der Kürbis richtig zur Geltung. So. So etwas hat Tatjana noch nie erlebt. Steigt die Spannung wirklich so langsam. Wird bestimmt toll. So, Michael, ich wäre soweit. Ja. Kamera, Licht, Technik steht. Computer ist bereit. Ich bin bereit wie nie. Wunderbar. Eventkoch Michael Groß und Foodfotograf Peter Hillert arbeiten für ein Spezialitätenkochbuch. Michael hat seinen Smoker mitgebracht. Steinwands preisgekrönter Mozzarella soll geräuchert werden. Eine Premiere. Danke. Der Kürbis muss noch gebraten werden. Ja. Und dann richte ich das Gericht wie gewohnt an. Das Auge ist gut, wie immer. Ja, garst du diesen Kürbis jetzt richtig durch oder brätst du? Also eigentlich mache ich es bissfest. Das Foto halt eben so, dass er von der Farbe am besten rüberkommt. Dann da ist dann der Garpunkt nicht unbedingt so optimal, sondern eher auf die Optik natürlich ausgelegt. Für ihr Kochbuch besuchen die Künstler verschiedene Höfe. Die jeweiligen Spezialitäten werden immer vor Ort verarbeitet und fotografiert. Der Steinwandhof ist die 8. Station auf dem Weg zum regionalen Kochbuch. Super. Bist du bereit zur Mozzarella-Übergabe? Der Käse ist jetzt im Winter besonders kostbar, denn die Büffel geben nur noch wenig Milch. Man könnte meinen, du hast extra für mich gemolken. Das fühle ich schon am Schnitt. Großes Lob für den Käser. Das Gericht? Mozzarella mit Kürbis, Pistazie und Kaktusfeige. Für so viel Aufwand hat Tatjana keine Zeit. Also bei mir gibt es eher rustikale Küche. Ich werde das Ganze mal umgemünzt auf meinen Kochstil ausprobieren. Testen ist immer noch nicht erlaubt. Erst wird fotografiert. Auch wenn allen das Wasser im Mund zusammenläuft. Es sieht sehr lecker aus, Michael, wie gewohnt. Wunderbar. Vielen Dank, Peter. Du machst mir wieder eine große Freude hier. Das sieht schon ziemlich gut aus, ne? Und endlich. Darf ich das auch verkosten? Ja, natürlich. Besonders mit solchen edlen Besteck, das du da hast. Genau. Ja, genau. Rustikal aus dem Schwarzwald. Zerstört dir jetzt dein tolles Bild, aber das ist mir egal. Das haben wir ja schon. Bei diesem Geschmack verschlägt der bodenständigen Büffelbäuerin regelrecht die Sprache. Darf ich nochmal? Ja, am besten Salat, dann krieg ich noch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Haute Cuisine trifft Büffelhof. Noch ist die Fotosession nicht vorbei. Der Smoker läuft seit Stunden. Ich bin mal gespannt, wie der Mozzarella jetzt ausschaut. Und ich erst. Hab das ja noch gar nicht gesehen, wie der gesmokte aussieht. Das zweite Gericht ist dran. Geräucherter Mozzarella mit schwarzem Rettich und Quitte. Das sollte man gleich mal eins probieren. Auf die Einladung hat Tatjana nur gewartet. Das würde mich opfern. Ja, bitte. Ich bin eher ein sehr guter Esser.
Essen werde ungenießbar, wenn ich nichts zu essen habe. Aber das ist wirklich, vielleicht sagen noch. Peter, bist du bereit? Für dich immer. Showtime. Ah, das kommt nachher ganz toll mit dem Durchlicht auch, dass man die Adern sieht so. Er baut fast Skulpturen aus Essen. So, das nächste Kunstgericht. Der zweite Gang. So, ready for shoot. Okay, here we go. Voilà. Mozzarella geräuchert. Tatjana sieht nicht so aus, als ob sie heute noch den Kochlöffel schwingt. Der Alltag weit entfernt. Ja, Mozzarella sieht man jede einzelne Struktur, ne? Und Milchader und Milcheinschluss, Molkeeinschluss. Was so toll aussieht, basiert auf jahrelangem Fleiß und harter Arbeit. Wo wir angefangen haben und dann halt auch viele gemeint haben, wenn man jetzt irgendwie auf die Idee kommt, Mozzarella zu machen und es zu exotisch oder zu außergewöhnlich ist. Und wenn man dann aber mal sieht, dass man so eine Quitte, so eine alte Streuobstsorte kombinieren kann mit dem tollen Käse, Grünkohl, das fasziniert mich einfach. Und ja, das ist doch auch irgendwie wieder mal so ein Beweis dafür, dass es vielleicht der richtige Weg war, den man hier eingeschlagen hat und dass es auch ein Lohn ist für die Arbeit. Als nächstes gibt es was Bodenständiges, das würde Tatjana freuen, nämlich einen Mozzarella-Burger. Das freut die Tatjana. Der dritte Gang. Das gebe ich gleich mal unserer Tatjana zum Kosten. Und? Würde sich aber sicher auch in groß backen lassen. Da haben wir so einen softigen Mozzarella und dann wieder die feste Wurst. Ich glaube, das kommt sehr gut zusammen. So, stechen wir die Bratwurst aus. Dann dürfte die nämlich jetzt genau die gleiche Größe wie unser Burgerbrot haben. Genau. Meister, sind wir soweit? Gehen wir. Ja. Michael, ich kann schon schmecken, wenn ich sehe hier. Schmecken, das ist das Stichwort für Markus. Die Mittagszeit ist weit überschritten. Es sieht aber lecker aus für euch. Markus hängt der Magen in den Kniekehlen. Der Burger, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und teilt trotzdem brav mit seiner Frau. Ja, es ist echt toll, was man alles draus machen kann. Ich meine, wir haben da auch schon vieles ausprobiert mit unseren Sachen. Aber so ein super Turm, den ich leider nicht auf einmal in den Mund bekomme, ist schon faszinierend. Ist wirklich sehr gut gelungen. Freut mich sehr. Großes Lob, Michael. Dank dir, Markus. Jetzt noch ein Foto fürs Familienalbum. Also, hier sind die Buffalo Brothers. Okay, schön freundlich. Cheese im wahrsten Sinne des Wortes. Und am Ende des Tages wartet die Begegnung der besonderen Art. Die Künstler dürfen noch einmal echte Landluft schnuppern. Jetzt bringe ich die zwei noch in Stall, dass sie noch ein paar Fotos von den Büffeln machen können. Und ich verteile noch nebenher ein bisschen Heu, dass die Tiere auch was zu futtern haben. Jetzt kommt meine Welt drin. So, da stehen sie. Der Paul ist auch dabei. Hallo Paul. So nah waren die beiden Männer den Wasserbüffeln noch nie. Ein aufregender Tag. Vielen Dank, dass wir da sein durften. War ein super Tag. Dankeschön. Für uns auch auf jeden Fall. Von meiner Seite vielen Dank, Markus. Ihr habt zu danken, ja, für die tollen Bilder. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg mit dem Kochbuch. Und ja, wünsche euch noch eine gute Heimreise in dem Fall. Vielen Dank. Ja, danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war doch ein schönes Erlebnis hier, ne, Michael? Da werden wir unseren Enkelkindern noch erzählen können.